So, Speedlifter. Speedlifter. Also, wir haben hier einen Speedlifter drauf. Dann haben wir gewöhnlich die Pulsgabel drin. Der Speedlifter ist ein Teil, das kann ich verstellen. Und zwar gerade für Fahrer, die sehr groß sind, XXL-Leute, ja, bis 2,15 Meter. Man kann hier an dem Hebel das Ganze öffnen. Jetzt zieht man den hoch, würde das Ganze, die Sitzposition sozusagen erhöhen. Er würde nicht so geneigt nach vorne sitzen, weil das oftmals der Fall von Fahrern ist. Meine Frau zum Beispiel, die braucht immer einen hohen Lenker, weil sie sagt, sie kriegt sonst Kreuzschmerzen. Geht vielen Fahrern so. Dann sind die ein bisschen resigniert und haben nicht so viel Spaß am Fahren. Und deswegen könnte man das hoch machen. Dann sitzt der Fahrer aufrechter und es ist sehr gut. Dann hat er noch eine zweite Funktion. Und das ist die Funktion, wo man den verstauen kann. Wir öffnen den, würden hier so einen kleinen Hebel nach oben ziehen. Jetzt würden wir hier den umlegen und dann würden wir das Ganze wieder verschließen. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, zum Beispiel haben wir das letztens, habe ich das beim Wohnmobilfahrer gemacht, der hat ein Riesenschiff hier unten vorm Laden stehen gehabt. Der hat das wirklich einmal quer reinbekommen. Ne? Und, aber auch nur so. Weil er den querstellen kann. Gut. Und das ist ein großer Vorteil. Machen wir mal bitte runter. Ja. Denn beim Wohnmobil musst du auch darauf achten, auf die Höhe, ja, von der Garage. Ja, das kann man dann, also den kann man dann A runter machen. Und zack und tschuk. So und dann auch so. Und dann ist es noch kleiner, ne? Muss man natürlich richtig ranmachen. So, okay. Also Speedlifter, eine tolle Sache. Den können Sie hinterher ganz selten in ein Rad sich einbauen lassen, weil meistens dann die Zuglänge da nicht passt. Die sind original zu kurz abgeschnitten. Ja, aus dem Grund wählen Sie es bei uns, denn auch die Montagekosten sind ja ab Werk null. Ja. Ja, es ist eigentlich ein minimaler Aufpreis im Verhältnis, wenn Sie den Nachhinein reinmachen wollten, weil es wird ja immer verrechnet. Ne? Jedes Teil wird verrechnet, was man nicht reinbaut. Ja. Wird dann tschack, ne, abgezogen. Hm? Das stimmt. Gut. Also, ach ja, ganz kurz, ja, nochmal. Das ist der Gepäckträger übrigens, den man hier auch noch hinmachen könnte. Der Rackheim Tour? Ja, also da auch mit diesem Rackheim-System daneben. Ein sehr stabiler Tuchengepäckträger. Hält 25 Kilo. Mhm. Gut, lässt sich auch machen. Wolltest du noch was dazu sagen? Genau, das war das Thema, wirklich gleich am Anfang sagen. Hier gilt auch, wirklich den Wunsch gleich am Anfang äußern. Wir haben ja einen Fall, wo wir einen nachrüsten wollten letztens bei uns, wo wir gesehen haben, oh, jetzt liegt es an der Kabel. Ja. Und da waren die ganzen Kabel alle zu kurz. Und dann würde es nicht funktionieren oder es wäre ein Aufwand von einem riesen Umbau. Das kann man sich alles sparen. Da haben Sie recht. Ja. So. So, dann mache ich den wieder gerade. Und jetzt im Anschluss erklären wir Ihnen noch, wie schön das ist mit modularer Baukastenfertigung und der Beleuchtung. Mich graust es, ganz ehrlich, wenn ich E-Bikes sehe, E-Bikes, die draußen vorn, so im Mountainbike-Optik, hm? Ja. Und habe keine Beleuchtung dran. Also, ich meine, wenn du durchs Gelände fährst, es macht ja sein, ne, man stürzt kopfüber das Rad, es poltert irgendwie einen Abhang runter über Stock und Stein, Felsen runter. Ja. Und dann könnte es ja natürlich sein, dass dann dieser Scheinwerfer kaputt ging. Könnte sein. Aber deswegen die Beleuchtung wegzulassen, ist noch schlechter. Weil, verstehen Sie? Dann müsste man ja quasi, um im öffentlichen Straßenverkehr mitfahren zu dürfen, müsste man ja eine Batterielampe hermachen. Daneben oben. Wissen Sie, was das für ein Scheiß ist? Eine Halterung, die daneben oben hält. Das ist so schwierig ranzumachen. Ganz schwierig. Und dann musst du dich darum kümmern, dass das geladen ist, dass die Batterie gewechselt wird. Und. Man hat doch den Strom hier. Da kommt er doch raus. Also, aus dem Grund, in Gottes Name, nehmen Sie dieses Rädler, man könnte es auch ohne Beleuchtung bestellen, wollen wir nicht. Nehmen Sie es gleich mit Beleuchtung. Und Steffen, schau mal, was daneben für ein schöner Scheinwerfer ist. Ja, der Scheinwerfer ist ein sehr hochwertiger Scheinwerfer. Ich habe das getestet, der hat sogar eine Auf- und Abblendlichtfunktion. Wenn man hier, ich muss mal schauen, schau mal kurz, Moment bitte.
Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir einmal Abblend und dann, wenn ich klicke, geht es auf Aufblendlicht. Also man kann wirklich sehr weit strahlen damit. Und generell ist es bei uns so, wie es der Erhard Mott gesagt hat, wir bestellen die Rädle grundsätzlich mit. Beleuchtung macht ja sonst keinen Sinn. Und ich sage auch immer an unsere Kollegen, machen Sie die Scheinwerfer an, Sie werden im Verkehr viel anders wahrgenommen. Es sind halt E-Bikes, wir fahren hier 25 km/h, ne? Und wir fahren keine 12 oder 15, wie es mit normalen Rädle ist. Die Autofahrer unterschätzen oft die Geschwindigkeit der Räder und wenn man doch den Scheinwerfer anhat, wird man schneller und besser wahrgenommen im Verkehr. Unbedingt. Also noch einmal erwähnt, Herr Stör, es gibt verschiedene Scheinwerfer in verschiedenen Preisklassen. Ja. Das ist das eine. Dann hier haben wir das schicke Rücklicht. Hallihallo. Schön und klein und also ich finde diese Optik mit den Schutzblechen, ne? Und das teilintegrierte Rücklicht so schön. Ja. Also das, da kann man sich doch mit sehen lassen. Ich gehe da nicht her und schraube so ein Ding da weg. Aber wenn Sie meinen, dass Sie das wollen, dann machen wir das natürlich. Dann geben wir Ihnen alles mit in Ihre Kiste und die heben Sie sich auf, bis Sie es dann irgendwann einmal dann hinschrauben und denken, mein Gott, was habe ich denn da für eine Arbeit mir eingehalst. Ja. Ich sage mal, ein eingefleischter Fahrer, der viel im Gelände fährt, wird sich die Schutzbleche wegmachen. Andere, die sagen, ich will wirklich komfortables Tourenbike haben, was dieses Rädle wirklich ist, der wird einfach die Schutzbleche drauflassen, der wird sich noch einen gescheiten Gepäckträger drauf montieren lassen oder mitbestellen und dann ist der mit so einem Rädle voll auf glücklich. Also, weil du vorhin gesagt hast, als Gelände, also mir wäre es zu schade, damit richtig rumzurammeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Rammelrad ist das Kunst, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steinbruch reinfahren täte, in einen Steinbruch, um dort zu springen und zu machen und zu tun, dafür ist das Rad nicht gemacht. Also ich sage mal so, das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass die E-Bike-Fahrer, auch wenn sie einen Fully fahren, die Fahrer sein werden, die wirklich rumheizen und große Sprünge, große Stunts machen. Aber ich denke, wer einen Fully sich kauft, so ein Full Suspension, der will auch mal ein bisschen ein paar Wellen fahren und ein paar kleine. Soll er. Nur quatschig ist es wirklich, diese wirklich hoch gerüsteten Sport-E-Bikes mit Carbonrahmen, wenn ich dort die Leute sehe, wie sie dann in der Stadt hier. Mir tut das auch weh, sag ich ganz ehrlich. Ja. Und ja, das tut denen auch weh. Die hängen nämlich da vorne so drunter und denen tut alles weh. Und dann, wenn die fragst, ja, wie und was, ja, das hat mir gefallen, ja, gut, toll, ja, okay, ja, ja, okay. Aber es ist schöne Räder, ja. Und jeder darf ja entscheiden, was für ihn das richtig ist. Wenn wir da dabei sind, gerade Farben. Ja, Farben. Da haben wir auch schon mal was vorbereitet. Und zwar, wir haben jetzt nicht nur hier dieses Schwarz, sondern wir haben auch hier unter anderem auch mal richtig tolle Farben. Ich nehme jetzt mal das Grüne. Ich habe das schon mal im Vorfeld mir, also ich kenne ja die Farben, aber das ist jetzt eine Farbe Grün. Das wären Sie, wenn Sie mal bei uns ins Geschäft kommen, zu einem Beratungsgespräch und würden so ein Rädle konfigurieren lassen, dann lassen Sie sich gerne auch mal in den Farben beraten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, das ist dieses Limettengrün und das ist so eine tolle Farbe. Man sieht es jetzt in der Kamera nicht, aber die haben hier ganz kleine Goldanteile drin, die so toll glitzern. Das ist nicht jede Farbe. Das ist Metallic, ne? Ja, das ist wie so ein Metallic-Glanz, genau. Und das gibt es auch bei einem Blau, ne? Bei dem Marineblau glänzend. Das kriegen Sie in keinem matten Ton, nur in den glänzenden Tönen. Nicht in allen, aber in einigen. Zum Beispiel auch hier in diesem Orange hat man das auch drin. Das ist kein ein Wahnsinn. Kein Metallic. Nein, da nicht. Aber hier auch, da hat man diesen Metallic-Effekt. Das macht diese Farbe so edel und letztendlich auch Ihr Fahrrad. Ich finde das richtig super. Das ist eine tolle Farbe. Also jetzt zum Thema Kaffeeraser. Ne? Ja. Also ich rase jetzt praktisch mit dem zum Kaffee trinken und da sitzen dann so die Leute immer rum, das kennen Sie ja, ne? An so Tischle. Ja. Und dann sitzen sie da und beobachten und dann kommen sie jetzt mit so einem Rad hergefahren. Der Kaffeeraser hat einen großen Vorteil, der macht Lärm. Also man hört sie schon von Weitem, dann kommen und dann mit einem Getöse und brumm, brumm, brumm und dann stellen sie das Ding ab und das vibriert noch ein wenig. Dann hat man schon mal die Aufmerksamkeit bei sich. Aber das daneben macht ja keine Geräusche. Es sei denn, Sie machen es wie früher oder jetzt heute auch noch, die Kinder, ne, die fahren dann mit Fahrrädern, machen, nein, könnte man auch machen.
Oder da gibt es doch die Ritter von der Kokosnuss. Ja, genau, die dann angeritten haben, genau. Und haben dann die Geräusche gemacht. Also auch möglich, auch möglich. Sie könnte zum Beispiel laut die Farbe verwenden, ne? Also sprich, wenn das Rad zum Beispiel so aussehen täte, dann wird es wieder ein Hingucker. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, dann haben sie die Aufmerksamkeit bei sich. Ja, wir haben ja jetzt ein Fahrrad, wo wir dieses Gelbe verwendet haben, ne? Oder guck mal, in dem Rot, ey, das ist doch abgefahren, in dem Rot. Ja. Und dann so mit Schwarz noch ein bisschen, weil ja die Komponente schwarze. Rot übrigens, rot, die Farbe am Fahrrad oder E-Bike muss immer mit Schwarz kombiniert werden. Ja, finde ich auch. Und dann ist es... Auch Schwarz mit Rot sieht sehr gut aus. Sexy. Richtig edel, ja. Oder hier das Grün, wenn man das mal so sieht. Also... Wir haben noch mehr Farben, das ist jetzt mal eine ausgesuchte Palette, die wir heute mal hier vorstellen. Also die Claudia, meine Frau Claudia, hat mir heute Morgen noch gesagt, Orange ist jetzt wieder ganz im Kommen. Ja, das ist absolut wieder im Kommen. Ja. Absolut. Und es ist so ein schönes gedecktes Orange, Moment, wie heißt denn? Da steht da drauf, Platze Orange. Was heißt denn wieder Platze? Blaze. Aha. Ist das Englisch? Wir zwei mit Englisch wieder. Gut.